Oh, bitteschön. Ah, so, Herr Nefton. Aber wer hätte das gedacht? Sie und ich mal als ein Team. Quasi wie Batman und Robin. Ich befürchte, Sie halten sich in diesem Szenario für Batman. Woher wissen Sie das? Wir sind kein Team. Hören Sie, alles, was ich wollte, war Ihr Hausausweis. Und sonst nichts. Jetzt, ein bisschen mögen Sie mich schon, oder, Robin? So, sehr mondän hier, Ihr Verkehrsministerium. Ja, ja. Ah, halt, wir gehen da lang. Und wir sagen hier ja gerne Innovationsministerium. Ja? Ah, wieso wir? Ihnen ist schon klar, dass Sie nicht mehr Verkehrsminister sind. Ja, schon, aber schauen Sie, wenn Sie jetzt hier was aufdecken, was sich über die FDP oder so, und die fliegt aus der Regierung und die brauchen vielleicht einen neuen Verkehrsminister, ja, dann nehmen die vielleicht einen, der wo schon die Adresse kennt. Sie haben sich auf dem Weg hierher zweimal verfahren. Ja, aber nur zweimal. Hören Sie, wir sind hier, um herauszufinden, warum das Verkehrsministerium es nicht schafft, die CO2-Emissionen zu senken. Da stellt sich die Frage, wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Das ist lustig, das haben mich die Leute früher immer gefragt. Wieso? Bei Ihnen war es doch eben klar. Was? Also jetzt, Herr Neft, nicht da lang. Da können Sie uns sehen. Gehen Sie zurück. Herr Scheuer, was machen Sie denn hier? Das ist lustig, das haben mich die Leute hier früher auch immer gefragt. grüß Gott, Frau Wissenschaftlerin. Wir haben eine total einfache Erklärung, warum wir hier sind. Weil ich mache Führungen durch dieses Haus. Vernünftiger, als wenn Sie dieses Haus führen. Ja, vielen Dank. Also schauen Sie, Herr Nefton, das ist, also hier forschen wir, also in dem Fall Sie, ja, unter den neuen Minister, Sie forschen hier an der Zukunft des Verbrennungsmotors. Wieso Zukunft? Ich denke, der Verbrennungsmotor wird in Europa ab 2035 verboten. Ja, ja, aber nicht, wenn Sie damit E-Fuels tanken. Gell? Was ist, das hat der Wissing doch hinten bei der EU so reingeschmuggelt. Und das ist gut, weil diese Erfindung von E-Fuels, Herr Nefton, das ist eine bahnbrechende, quasi, wir haben es quasi geschafft, ja, Wind in Antriebskraft zu verwandeln. Gratulation, Sie haben das Segelboot erfunden. Nochmal. Ja, na, das ist etwas Flüssiges, das ist ja quasi ein Benzin für Auto, ein Windbenzin. Ach so, dann stößt der Verbrenner mit diesen E-Fuels also kein CO2 mehr aus. Doch, aber vollkommen klimaneutral. Wie kann es denn klimaneutral sein, CO2 in die Luft zu blasen? Ja, das ist eine gute Frage. Die Idee ist folgendes. Ja. Mit Hilfe grüner Windenergie soll der Luft CO2 entzogen werden. Diese wird dann in synthetisches Benzin, also in E-Fuels, verwandelt. Ach so, wir entziehen quasi, also wir blasen bloß das CO2 in die Luft zurück, was vorher schon drin war. Das ist eine saubere Geschichte. Schade, dass das nur im Labor funktioniert. Ach wieso? Nein, wir produzieren doch schon E-Fuels. Ja, aber nur in ganz kleinen Anlagen, wie zum Beispiel diese hier von Porsche. Ja, Sie haben recht, die ist wirklich ein bisschen sehr klein. Das ist ein Modell. Ach so. Grundgütiger. Die richtige Anlage steht in Chile. Ah ja, deswegen wirkt die so klein, weil die so weit weg ist. Ganz weit, das ist von der Perspektivverschiebung. Ja. Sagen Sie, wieso steht das Windrad eigentlich in Chile? Ah, ich weiß, weil man bei Windrädern in Chile keine Anwohnerproteste in Bayern riskiert. Na, weil da der Wind weht. Und deswegen bauen die doch da jetzt einen riesigen Windpark drumherum. Nein, den hat die chilenische Regierung nicht genehmigt. Ja, ja gut, das sind Details. Also gut, das Windrad liefert dann die Energie für die Direct Air Capturing Maschine. Genau. Die saugt die Umgebungsluft an und bringt sie in Kontakt mit unserem Sorptionsmittel. Ja, ich glaube, das müssen Sie jetzt nicht weiter erklären. Für Laien ist es ein bisschen. Das Sorptionsmittel ist wahrscheinlich flüssiges Kaliumhydroxid. Ja, richtig. Und dann reagiert die Kalilauge mit Kohlendioxid zu Kaliumcarbonat. Woraus man nach der Kalzinierung schließlich Calciumoxid, Wasser. Und eben Kohlendioxid gewinnt. Ja. Schauen Sie mal, der schöne Laster. Was macht denn der schöne Laster? Ja. Er bringt das CO2, welches dann zusammen mit dem Wasserstoff zu E-Fuels weiterverarbeitet wird. Genau, der fährt. Moment. Sie haben doch gesagt, das CO2 kommt aus der Luft. Ja, ja, jetzt haben Sie es endlich verstanden. Deswegen heißt es ja auch Windbenzin. Ha? Welcher Wind kommt denn mit dem Laster? Der Fahrtwind.
Herr Scheuer, wozu ist dieser Laster? Nein, halt, Sie dürfen damit nicht fahren. Ja, Sie haben ja schon was getrunken. Nochmal, das ist ein Modell. Bitte kleben Sie den wieder rein. CO2 aus der Luft zu gewinnen, ist doch derzeit noch viel zu energieintensiv. Ah ja, gut. Deswegen ja auch der schöne Laster. Woher stammt denn die CO2-Lieferung? Das sind Abfälle von der Industrie. Moment mal, das CO2 für angeblich klimaneutrales Windbenzin kommt gar nicht aus der Luft. Sie blasen einfach nur zusätzliches CO2 auf Umwegen in die Luft. Ja, aber halt nicht gleich durch einen großen Schornstein, sondern später durch viele kleine Auspüffe. Das verteilt das CO2 wesentlich effizienter. Ja, verdammt, mein Sherry ist schon leer. Wo ist denn das Teil jetzt da? Da muss doch irgendwo... Leicht... So. Ah ja, Prost. Prost? Na, um Gottes Willen, Sie können doch nicht das E-Fuel saufen. Keine Sorge, mein Magen unterscheidet da schon lange nicht mehr. Na! Ich meine doch... Na, jetzt bitte, hören Sie auf damit. Das ist ja doch nicht gut. Also, ja, wir haben halt nicht so viel davon. Wie nicht so viel? Ich dachte, das ist die Zukunft des Verbrennermotors. Ja, interessante Frage. Immerhin gibt es ja schon über 1 Milliarde Verbrennerautos auf der Erde. Ui. Diese Anlage soll mal 130.000 Liter im Jahr produzieren. Boah. Allein die Deutschen vertanken 115 Millionen Liter. Na! Täglich. Wahnsinn. Das sind 0,000000233 Liter für jedes Fahrzeug in Deutschland pro Tag. Ja, aber es sind ja auch sehr, 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 sehr kleine Autos. Geben Sie das da her. Jetzt, hier. Schauen Sie mal. Hans, es gibt doch bald, wird es doch überall Fabriken von dem Zeug geben. Ja. 60 sind weltweit in Planung. 60, Herr Nefton. Von denen immerhin schon 1% finanziert ist. 1%, aber die zu 100%. Und wenn dann erstmal alle Anlagen in Betrieb sein sollten, decken wir damit 10% des E-Fuel-Bedarfs von Schiffen, Flugzeugen und Chemieindustrie. Ha, 10%! In Deutschland. Ja. Wie viel E-Fuels bleiben denn dann für PKWs übrig? Nichts! Ihre E-Fuels sind weder klimaneutral, noch wird es in absehbarer Zeit genug davon geben. Sagen Sie, warum hält die FDP so krampfhaft an dem Zeug fest? Ja, weil die Technologie offen sind. Die verstehen einfach was von der Innovation. Ich denke, Sie meinen Innovation. Ja, genau. Aber schauen Sie doch mal. Sie können mit derselben Menge an erneuerbarer Energie 1600 Elektroautos aufladen. Oder eben 600 Wasserstoffautos. Oder eben gerade mal 250 mit E-Fuel. Ja, jetzt schauen Sie mal, E-Fuel, E-Auto, ist es egal, Hauptsache Italien. Ich meine, Hauptsache emissionsfrei. Aber das sind Sie doch nicht, das bleiben doch Verbrenner. Kommt doch hinten derselbe Dreck raus. CO2, Stickoxid, Feinstaub. Und dazu noch deutlich mehr Kohlenmonoxid und Ammoniak als bei herkömmlichen Verbrennern. Also, Sie wollen so clever sein. Wenn das wirklich so schlimm ist mit den E-Fuels, warum fordert dann Fridays for Future die E-Fuels? Schauen Sie mal, da sogar mit Plakaten. Das seien doch keine Friday for Future-Demonstranten, sondern bezahlte Aktivistendarstellerinnen. Aha, bezahlt. Frage mich, von wem das Geld kommt. Wahrscheinlich von Margaretes Bio-Eck. Fast. Das Geld kommt vom Verband mittelständischer Mineralölunternehmen, die zufällig auch Mitglied sind in der E-Fuel Alliance. Ja, was? Das ist eine starke Allianz für klimaneutrale Kraftstoffe gegen den Klimawandel. Erstaunlich langer Satz. Haben Sie den selbst gebastelt? Na, aber den habe ich selbst gegoogelt auf einer seriösen Website von der E-Fuel Alliance. Ach, da, die E-Fuel Alliance. Schauen wir, wer dabei ist. Ach, bekannte Klimaaktivisten wie ExxonMobil, Avia. Wer ist denn noch dabei? Guck mal, Jet ist dabei, Liquimolli, Leon Mineralöl, Nusser Mineralöl. Ja, was wollen Sie jetzt unterstellen? Woher wollen Sie wissen, dass die alle in Öl machen? Eine heißt sogar Oil. Warum benennen Sie den Laden nicht um? In Öl-Fool Allianz. Ja, aber wieso? Was heißt jetzt Fool? Idiot. Ah, hey, bloß weil ich kein Englisch kann, heißt es nicht, dass im. Ach so, ja, ja. Okay, aber irgendwas macht keinen Sinn. Warum sollte denn die Ölindustrie E-Fuels unterstützen? Sie macht sich ja mit ihrem eigenen Benzin quasi selbst Konkurrenz. Hören Sie, Herr Scheuer, wenn irgendwann mal
alle Autos elektrisch sind. Ja, genau. Ja, dann braucht ja keiner mehr die herkömmlichen Zapfsäulen. Ja. Wer aber betreibt denn in großem Stil Zapfsäulen, Tankstellen, Tankwagen und Tanklager? Die Ölindustrie. Ich weiß wirklich nicht, was Sie wollen. Ich war mir sicher, diesmal schafft das. Ah, Moment mal, Moment mal. Da ist ja eine Lücke in Ihrer Argumentation. Sind Sie auch so gespannt wie ich? Warum sollte denn die Ölindustrie quasi ein Produkt pushen, von dem sie weiß, dass es nicht genügend davon geben wird? Oh, Herr Scheuer, jetzt, wo Sie gerade Ihren Denkapparat unter Volllast laufen lassen, lassen Sie uns doch mal ein Stück weitergehen. Ja, sehr gut. Ich meinte einen Gedankengang. Na ja, komme ich besser zurück. Schauen Sie, wichtig für die Ölindustrie ist nur, dass überhaupt getankt wird. Ja. Egal ob E-Fuels oder Benzin. Und wenn nicht genug E-Fuels da sind, nicht wahr? Dann muss man eben für eine Übergangsphase ein bisschen Benzin einmischen. Wie beim Biodiesel. Ja, da tun wir einen Spritzer Diesel rein, gell? Klitzi, klitzi, kleiner Spritzer. 93%. Sehen Sie, diese E-Fuels sind nichts als das trojanische Pferd, das Swissing in die Gesetzgebung der EU eingeschleust hat. Hören Sie, Sie sind doch eine vernünftige Wissenschaftlerin. Wie können Sie mittun bei dieser E-Fuel-Narretei? Ich mach doch hier keine E-Fuels. Es ist eine illegale Distillerie. Ich mache hier Absinth. Sie machen was? Ich mache hier Absinth. Deswegen. Was glauben Sie, wie die Verkehrsminister hier im Haus sonst ertragen? Post. Sie fix. Mein Gott, manchmal kann ich selbst kaum glauben. Scheiß Sekundenkleber. Schönen guten Abend. Darf ich mal Ihre Hausausweise sehen, bitte? Ja, natürlich. Moment, ich habe meinen hier. Schauen Sie da. Vielen Dank, Herr Scheuer. Ja, bitte. Danke. Ja. Frau Dr. Richter. Und Ihren, bitte, darf ich den auch noch mal sehen? Das ist jetzt schlecht, weil er hat meinen und ich habe ein bisschen Probleme mit Sekundenkleber. Alarm! Klimakleber im Verkehrsministerium! Was? Wo? Die müssen Sie sofort verhaften. Ja, aber das machen wir auch. Mitkommen! Was? Na, Entschuldigung, bitte. Au! Mitkommen jetzt. Hier. Chaoten werden immer radikaler. Jetzt kleben die sich schon an sich selbst fest. Ja, das! Sie fügst! Mitkommen. Halt! Und bitte ab. Herr Verbacher, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.